Ja, meine Damen und Herren, heute ist der 3. Advent 2020, der 13. Dezember, ein erneuter schwarzer Tag in der deutschen Geschichte. Die Bundesregierung fährt das Land gegen die Wand, hat uns belogen und betrogen. Wir haben einen harten, totalen Lockdown bis mindestens 10. Januar, Schulen dicht, Kitas dicht, Restaurants sowieso, auch Einzelhandel dicht. Wir werden eingesperrt in einigen Bundesländern wie in Bayern. Gibt es Ausgangssperren. Die Gottesdienste zu Weihnachten sind auf ein gotteslästerliches Mindestmaß zurückgefahren worden. Vergessen die Versprechungen von Jens Spahn vom September, wo er gesagt hat, solchen harten Lockdown wird es nicht mehr geben. Vergessen auch die Versprechungen von vor wenigen Wochen, wo es hieß, wir brauchen nur einen kurzen, sogenannten leichten Lockdown, damit es an Weihnachten wieder besser wird. Alles Lug und Trug. Und es wird am 10. Januar nicht vorbei sein. Karl Lauterbach von der SPD hat heute schon gesagt, ich zitiere, die nächsten 3 Monate werden die mit Abstand härtesten. Und was uns an Demagogie blüht, haben wir ja die Woche über erlebt. In der Bundestagsdebatte sagte die Kanzlerin, es könnte das letzte Weihnachten mit den Großeltern sein, so wörtlich, das letzte Weihnachten mit den Großeltern sein. Wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben. Wörtlich zitiert. Und der regierende Bürgermeister in Berlin, Herr Müller, sagte, wie viele Tote sind ein Shopping-Erlebnis wert? Das heißt, diese Politiker machen uns dafür verantwortlich, wenn Menschen sterben. Und man hat den Eindruck, die Leute, die Menschen, wir Deutschen, sollen durch diese Maßnahmen so eingeschüchtert und verzweifelt werden, dass wir uns nach dem Impfstoff sehnen, der Anfang des Jahres bereitgestellt wird. Ich kann mich an der Stelle nicht zu Corona äußern. Ich kann mich auch nicht dazu äußern, ob die Maßnahmen gerechtfertigt sind. Denn dann werde ich gleich gelöscht auf YouTube. Ich kann diese Maßnahmen und die demagogische Art und Weise, mit der sie begründet werden, nur darstellen. Wir sind in der ganz entscheidenden Phase. Der Protest auf der Straße ist unmöglich geworden. Die Demonstrationen bis Mitte November noch durch Urteile aus Karlsruhe ermöglicht, sind jetzt auch höchstrichterlich untersagt. Am gestrigen Samstag, am 12. Dezember, wurden in Dresden jeder Strohhalm, jeder Grashalm bewacht von Polizei. Zusammenkunft unmöglich. In Frankfurt fuhren Wasserwerfer auf. In Erfurt, immerhin, haben sich über 1000 Leute dem Demonstrationsverbot und der Polizei mutig widersetzt. Aber sie wurden auch gewaltsam abgeführt, zusammengeschlagen und auf das Pflaster gedrückt. Im Internet die große Löschwelle. Letzte Woche wurde auf YouTube der Kanal der Bürgerplattform 1% vollkommen gelöscht und Kompaktmagazin hat eine einwöchige Sperre bekommen. Diese Politik der Zensur der sozialen Medien wird sich verschärft fortsetzen. Wir rechnen in Kürze auch, was Kompakt TV angeht, mit einer vollständigen Löschung auf YouTube. Bitte folgen Sie uns deswegen auf Telegram unter der Adresse, die unter dem Videofenster eingeblendet wird. Für den Kampf, der vor uns steht, für die Aufklärungsarbeit, können wir uns zunehmend weniger auf das Internet verlassen. Wir müssen über die Löschungen der sozialen Netzwerke hinausgehend
auch mit weiteren Einschränkungen der Netzfreiheit rechnen. Und deswegen sind wir bei Kompakt froh, dass unsere Hauptbasis das Druckmagazin ist. Die Verbreitung von Druckmagazinen ist in Deutschland in einer relativ guten Position. Am Anfang hat man gedacht, das Internet ist der Hort der Freiheit und die gedruckte Welt wird durch Gesetze zu stark eingeengt. Mittlerweile ist es umgekehrt. Im Internet wird alles gelöscht und die Druckfreiheit, die Verbreitungsfreiheit etwa von Magazinen wie Kompakt ist gewährleistet durch Gesetze in Deutschland. Das heißt, etwa Videos von Martin Sellner oder von Oliver Janich, die im Internet bei YouTube gelöscht wurden, gefolgt von der Löschung der gesamten Kanäle von Janich und Sellner. Diese Videos konnten als Text in Kompaktmagazin ganz problemlos erscheinen. Deswegen haben wir über Kompaktmagazin, über die gedruckten Ausgaben am Kiosk, über 17.000 Kioske im Bundesgebiet, eine starke Position als Öffentlichkeit. Und ich möchte Sie alle bitten, diese Position von Kompaktmagazin zu unterstützen. Wir brauchen Ihre Hilfe, aber Sie brauchen auch uns, denn angesichts der Gleichschaltung der digitalen Öffentlichkeit ist die Stimme der gedruckten Wahrheit im Kompaktmagazin auch für Sie wichtig, wenn Sie unzensierte Fakten gegen die Manipulation erhalten wollen. Liebe Zuschauer, die nächsten Wochen und Monate sind bedeutend, aber es gibt einen Widerstand in diesem Land, nicht nur die Querdenker, aber die Querdenker vor allem. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir alle zusammenhalten. Schöne Adventstage, wir hören voneinander.